Jungs, hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Ja, liebe Freunde der schlechten Unterhaltung, es ist mal wieder höchste Zeit für eine neue Eskalation bzw. für ein neues Video. Und zwar heute gibt's was ganz Privates für euch. Ach ja, was soll ich sagen? Also heute klatsche ich euch ein seltenes privates Video mal raus, das möglicherweise richtig emotional werden könnte. Wobei, vielleicht wird es ja auch überhaupt nicht emotional. Also, was ist da los? Ja, also Freunde, dafür müsst ihr erstmal wissen, dass seit meiner Geburt an eine Farbsehschwäche bei mir vorliegt. Ja, also das Ganze ist genetisch bedingt. Also diese Rot-Grün-Schwäche hat auch mein Papa und sogar meine Schwester. Wie man sich das Ganze jetzt vorstellen kann, ist natürlich hier schwierig zu veranschaulichen. Aber zum Beispiel bei diesen Farbenblindheit-Tests, wie auch immer. Also hier haben wir zum Beispiel hier so einen Farbenblindheit-Test. Und wenn ich ja jetzt mal den Test starte, sehe ich hier eine 9. Ja, ganz klar. Und hier sehe ich schon mal genau nichts mehr. Also nichts. Ich sehe da einfach nichts. Auch hier absolut nichts. Da habe ich irgendwie, bin ich mir nicht sicher, könnte eine 7 sein, eine 3 sein oder eine 2 sein, keine Ahnung, nicht sicher. Auf alle Fälle, ich weiß nicht, wie geht's euch da? Macht jetzt mal mit, also seht ihr da was? Ich sehe absolut nichts, nichts. Und das ist kein Scheiß, auch da sehe ich absolut nichts. Also ich mache jetzt ein bisschen schneller, damit wir da ein bisschen schneller durchkommen, aber ja, nichts, nichts. Hier sehe ich eine 2, könnte eine 2 sein, könnte aber auch falsch sein, eigentlich nicht sicher. Hier sehe ich da was, ich glaube auch nochmal eine 2. Lacht mich jetzt nicht aus, falls es überhaupt ein kompletter Fail ist, aber ich gebe mein Bestes, Freunde. 5 habe ich gesehen, 6 glaube ich, wieder eine 6, sehe ich aber nur sehr schwer, 4 geht schon besser, da sehe ich wieder absolut nichts, chancenlos, nichts da, nicht mal irgendwie eine Orientierung. Hier eine 7 glaube ich, hier, ja wieder komplett gar nichts mehr da, 3. Ja, und eine 1, ja, ich glaube es ist eine 1. Also ihr seht schon, Freunde, da wieder nix, nix, absolut nix. Also ihr seht schon, welche Richtung es geht und so kann man sich das vorstellen. Also ihr müsst euch denken, ich sehe auch hier, hier sehe ich eine 2, sehr gut. Aber jetzt bei den anderen Bildern, wo ich nichts gesehen habe, wie da, sehe ich absolut nichts mehr. Da sehe ich schon, dass dieser Punkt dunkler ist als der Punkt und so weiter. Also ich sehe schon verschiedene Punkte, aber halt nicht intensiv genug, sodass irgendwie eine Zahl rauskommt oder wie auch immer. Auf alle Fälle sieht es für mich halt, ja, einfach nicht so unterschiedlich aus. Ansonsten würde ich ja da auch was sehen können. Genau, also nix. Und zu guter Letzt haben wir hier wieder, ja, bin mir nicht sicher, könnte alles sein, eher nix, na, machen wir nicht sicher. Und ja, wenn man jetzt geht hier auf, zeigen Sie mir nur die Ergebnisse, kommt immer wieder das gleiche raus, und zwar den Typ Deutan, Schwere, gemäßigt, manchmal kommt auch stark raus, je nachdem, und ja. Und versteht mich jetzt nicht falsch, Freunde, diese Farbschwäche beeinträchtigt mich ja eigentlich nicht, ja, ich kenne es ja nicht anders, also ich war jetzt nicht depressiv oder so, überhaupt nicht, sondern ich kenne es einfach nicht anders. Farben sind für mich so die Farben, wie sie halt sind, sind aber nicht so, wie sie sein sollten. Ich war damals auch mal interessiert, zur Polizei zu gehen, beziehungsweise Fluglotse zu werden, und aber bei beiden ging das dann eben nicht durch meine Farbschwäche, ja, war jetzt mittelmäßig schlimm, weil ich war noch nicht fest davon überzeugt, aber ich habe es mir halt nur mal durchgedacht. Aber mit dieser Rot-Grün-Schwäche ging das Ganze halt nicht. Aber ansonsten, die Ampeln kenne ich schon auseinander, weil es halt sehr intensive Farben sind. Ja, nicht, dass ihr glaubt, dass ich jetzt immer bei Rot richtig Gas gebe. Außerdem weiß ich, dass Rot oben ist. Ja, auf alle Fälle, das passiert nicht. Nur wenn ich jetzt was zeichnen muss oder irgendwelche Farbtöne unterscheiden muss, das geht halt einfach nicht. Ja, und jetzt hier spannend, Freunde, denn ich bin letztens hier auf YouTube auf so Videos gestoßen, wo eben Menschen eine Farbbrille aufsetzen und plötzlich das erste Mal in ihrem Leben Farben sehen. Da waren Kinder mit dabei, alte Omas, alte Opas mit am Start, und die reagieren extrem emotional. Also die fangen zu weinen an und was weiß ich alles. Und ja, da habe ich mir gedacht, holy shit, das könnte ja bei mir auch funktionieren. Ja, und dann habe ich mir einfach mal so eine Brille geholt. Also ganz wichtig, das ist keine Kooperation, Freunde, alles selber bezahlt. Übrigens, da war der Zoll 100 Euro oder so, weil die Brille eben von Amerika kommt. Ich habe die Brille eben noch nicht ausgepackt, ich wollte euch eben da auf diese private Reise mitnehmen und dachte mir, ja, wenn es auch ein sehr emotionaler Moment wird, ist irgendwie cool, ja, nicht eben den Moment für mich selbst festzuhalten, sondern vielleicht auch mit euch zu teilen. Ja, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen für euch, wie das Ganze dann eben so auf mich wirkt. Was ich aber noch ganz klar betonen muss, Freunde, ich weiß nicht, ob die Brille bei mir funktioniert. Ja, also ich habe da nachgelesen, bei manchen funktioniert sie richtig krass, bei manchen überhaupt nicht, wie auch immer. Lassen wir uns jetzt einfach mal überraschen. Ja, so, jetzt aber genug gelabert. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und ja, raus mit uns. Los geht's. Genau, und Freunde, noch eine wichtige Sache. Und zwar wollte ich euch noch gerne wissen lassen, es gibt zurzeit viele Gratis-Produkte. Also wenn ihr was braucht bei Prozis, ja, dann checkt jetzt gerne die Kampagne aus. Es gibt viele Gratis-Produkte eben. Also ich glaube, es ist ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, um sich wieder mit Supplements einzudecken. Nicht nur mit irgendwelchen, sondern eben mit Supplements von
bester Qualität, ihr wisst Bescheid. Also schaut bei Europas Marktführer Process vorbei, Freunde. Nicht nur Supplements, sondern eben auch viele gesunde Lebensmittel. Ihr müsst die testen, Freunde. Es gibt da so viele verschiedene Sachen, vor allem auch die Peanut Butter mit Cinnamon-Geschmack, also mit Zimt-Geschmack. Sehr, sehr empfehlenswert. Gerne vorbeischauen. 25.000 Fitnessprodukte warten auf euch. Ja, die eben den Fitness-Lifestyle extrem erleichtern. Freunde, Sascha 10 regelt in diesem Sinne. Kuss, Kuss. Also jetzt auf geht's. Viel Spaß. So, Freunde, jetzt geht's also los. Ich bin richtig nervös. Mal schauen, ja, ob die Brille funktioniert. Also jetzt ist sie natürlich noch nicht ausgepackt. Suchen wir uns auch einen entspannten Spot und dann auf geht's. Wetter haben wir auf alle Fälle ja kurz erwischt. Oh! Ach, Freunde, die Spannung steigt. Check mal den View hier aus. Spektakulär. Also wenn man die Brille aufsetzen kann, dann am besten hier. Es ist ja, ja, 360 Grad. Einfach ein Träumchen. Okay. So, natürlich noch schnell einen Pump abholen, bevor es losgeht. Jetzt schauen wir da rein. Schau, immer einen Mann. Gut, also schauen wir mal rein, Freunde. Oh, da ist nichts drin. Nee. Schaut gut aus. Da ist noch was. Luftballons! Luftballons! Jawohl! Soll ich mal aufblasen? Ja. Was? Bitte. Ach, Freunde, ich bin so nervös. Scheiße. Stellt euch mal vor, jetzt ist plötzlich einfach mal die Welt komplett anders. Plötzlich sieht alles anders aus. Sogar deine Augenfarbe oder so, oder deine Haare. Findest du mich vor mir schick? Ja, plötzlich finde ich die schick. Findest du mich vor mir schön? Plötzlich finde ich die schick. Schauen wir mal rein. Okay, so schaut die Brühe aus. Ja, ich muss sagen, vom Style her. Schick? Ja, wollte ich jetzt nicht so sagen, aber gut. Na, ist echt nicht so mein Fall. Aber ist jetzt egal. Darum geht es ja nicht, sondern. Na, schier auch nicht, aber. Nein, nicht. Spätestens jetzt ist offensichtlich, glaube ich, dass kein Werbevideo ist. Na, also. Ich will aufsitzen. Ich muss aufsitzen. Ich muss mal improvisieren, weil jetzt bläst hier sonst die Luftballons davon. Also einfach mal hier in die Hecke reingesteckt und los geht's. Pass auf, dass die platzen. Scheiße! Scheiße, warte, ich muss helfen. Ja, Schatz. Fuck. Ja, perfekt. Okay. Und? Sag was. Sag was, Schatz. Das kannst du nicht vorstellen. Hä? Das kannst du nicht vorstellen. Geht's? What the fuck? Ich sehe alles so extrem knallig. Ich? Siehst du das so? Ah, so extrem knallig. Ja. Siehst du das so? Ja. Siehst du da unten bei dem Vödel den Unterschied zwischen den rechten und den linken, wo der vielleicht Traktor gefahren ist? Ja. Ja, das erst. Das erst. Was ist das, ist extrem rot. Das ist ja viel zu rot. Und sechs ist mal entscheidend Unterschied für die zwei Farben. Ja, das ist 101. Boah, ist das Ohr. Boah, ist das Ohr. Die Richtung. Ich sehe da überall die Felder. Ah, jedes Feld ist anders. Ich sehe so viele unterschiedliche Grüntöne. Ich sehe sogar da, wo eigentlich hier nichts wächst, komplett krasse Unterschiede. Also das Grün da zum Beispiel ist komplett anders als das und das. Ja. Das ist normalerweise für mich alles genau eine Farbe. Boah, ist das Ohr. Alles. Du siehst viel mehr Details. Für mich ist das normal, hier ohne Brille, alles ohne Farbe. Also alles eine Farbe. Und jetzt sehe ich da plötzlich, das ist ein anderes Grün als das. Und der Fleck ist anders als der Fleck. Der ist dunkler und viel grüner als das. Es ist, wirkt wahrscheinlich gerade zu komisch für euch. Aber ich schaue mir gerade wirklich den Boden an. Den verdammten Boden an. Und der schaut einfach komplett anders aus. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Scheiße. Scheiße! Ganz ehrlich mal, die Welt ist doch viel zu krass, da ist eine viel zu krasse Sättigung drauf. Also ohne Spaß, wer hat sich das überlegt, das flasht ja richtig, so kannst du nicht durchs Leben gehen. Ich kann ja nicht so jetzt die ganze Zeit die Brille tragen, das würde mich einfach irritieren. Da gibt es eine Synapsenexplosion ohne Ende. Reizüberflutung. Ja, komplett. Das Haus doch ist rot, das ist ja richtig, what the fuck, wie rot ist das Haus doch? Das passt doch überhaupt nicht in die Umgebung rein. Ist das normal? Ja, das ist echt normal. Glaubst du, ist das so normal?
Oder glaubst du, ist die Brille irgendwie zu heftig? Oh, der Baum, der da in der Mitte, siehst du, wie grün der ist? Der da. Der sticht halt heraus, gell? Ja, richtig. Schauen die sonst für die alle gleich aus? Ja, sonst schaut das alles sehr ähnlich aus. Okay. Ist gar Eichhörnchen aufgelaufen. Okay. Ja, schau mal. Was? Von dem Baum, zwar rechts von dem. Richtig grün. Ja, oh mein Gott, ihr steht! Boah, ich hab sogar super Augen gekriegt. Richtig Superman-like. Du sagst nicht nur Farben, du sagst ab jetzt so jedes kleine Detail. Ja, ich sehe jetzt ab sofort nicht nur Farben, sondern alles auch in 4K. Mit Zoom-Option. Boah. Der ist richtig grün. Ich kannte es ja nicht anders, also glaubt jetzt nicht, dass ich da jetzt irgendwie traurig oder depressiv die ganze Zeit war. Überhaupt nicht. Es war normal so. Von Anfang an, seit der Geburt, kannte ich das so nicht. Und von dem her war es auch beste Leben, Freunde, 40er Bizeps läuft. Aber so jetzt hier kickt das halt richtig rein. Weil ich es so noch nie gesehen habe. Zerplatzen. Zerplatzen. Sitze drauf. Oh. Double Shot. Du siehst, geht's nicht? Nein! Hä? Scheiße! Geht schon, hab ich drauf gescheit! Ja, dann tut's ja voll weh! Bier Saufi! Oh Mann! Autsch! Bin ich gespannt, wie es eigentlich dann mit den Augen ist und so. Okay, ready? 3, 2, 1. Na gut, ich singe die Augen gar nicht mehr dann. Aber ich muss sagen, immer noch gleich sexy. Jetzt habe ich noch was. Farbpalette. Ah, ja, gute Idee. Und? Tja, das ist an. Ah, sagst du, Schatz, das ist so arg. Ich sehe es da jetzt erst richtig. Da sehe ich ja alle Formen von weiß auf schwarz. Ich sehe alles. Das ist richtig boom. In your face. Boah, wow, ist das schön. Und, wie schaut der Findus aus für dich? Findus, du schaust ganz anders aus. Scheiße, boah. Findus, boah, er schaut komplett anders aus. Ernsthaft? Ja, komplett. Findi. Boah. Was, Dora? Findus, was ist das? Bist du der Findus? Findus. Moin. So, da vorne, jetzt haben wir hier einfach mal einen richtig heftigen Sonnenuntergang am Start. Mein erster Sonnenuntergang sozusagen in der richtigen Farbe. Achtung. Boom. Wahnsinn. Seht ihr, wie rot das ist? Das kann mir doch keiner erzählen. Das ist, ich hab's schon tausendmal gesagt, aber es ist. Ich weiß nicht, ob ich die Aufnahme jetzt hier teilen werde, weil ich glaube, an Emotionalität reicht das Video schon vollkommen, aber es ist so wild. Du hast einfach, das sieht einfach komplett anders aus. Du hast echt entweder vorher komplett keine Farben drin und plötzlich wirkt dieses Rot und dieses boah, so extrem heftig. Ja, unglaublich schön. Ist einfach so spektakulär und es freut mich einfach, wow! Jetzt, wo die Sonne weg ist, what the fuck? Jetzt, wo die Sonne weg ist, sieht man jetzt direkt so hinterm Berg komplett andere Farben entstehen. So richtige Schichten. Ja, Freunde, das war's jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Bin gespannt auf euer Feedback. Wenn ihr auch schon mal sowas erlebt habt, schreibt es unbedingt in die Kommentare rein. Würde mich nämlich richtig interessieren, ob das jemand von euch auch schon mal getestet hat. Das ist echt extrem, extrem wild. Ja, das war's jetzt aber auch schon wieder, Freunde. Vergesst nicht, Prost ist Sascha10 regelt. Vielen Dank für euren ehren Support an dieser Stelle. Das war mal ein kleiner privater Einblick in mein Leben. Kommt nicht so oft vor. Wollte ich euch aber auch mal gerne mit euch teilen. Das war's jetzt, Freunde. Macht es gut, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Sascha. Peace. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus.
klicket und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen. Yeah.